Ihr Lieben, heute wieder ein Knaller. Der ein oder andere von euch hat es schon mitbekommen. Da gibt es ja auch viele von euch, die sind da immer sehr, sehr schnell und agieren da. Und das läuft bei euch zacki zack. 100 GB gibt es aktuell vom 7. bis 31. Dezember in vielen Smartphone-Tarifen und sogar für Telekom-Prepaid-Karten. Wichtig ist, es muss bei den Prepaid-Karten eine aktive Option laufen. Wer kann das Datenpaket nutzen? Gucken wir uns mal kurz hier an. Haben mich nämlich auch viele schon bei Instagram gefragt. Ich sage, Leute, es kommt das Video. Das Video kommt heute, ne? 9. Dezember, zack. Magenta Mobile Tarife, Magenta Mobile Young, Family Cards, Data Comfort Cards, Magenta Mobile Prepaid sogar. Tarif sollte nicht älter als 2011 sein. Dann können Sie dieses Datengeschenk leider nicht buchen, ne? Also sollte der Tarif älter als 2011er sein. Es gibt ja Leute, die lassen ihre Tarife jahrelang laufen, ne? Soll es ja alles geben, ne? Wie bekomme ich das extra Datenvolumen? Das muss aktiviert werden über die Mein Magenta App. Wenn ihr die nicht auf dem Smartphone habt, ladet euch die runter, loggt euch mit eurem Telekom-Login in der App ein. Und dann funktioniert das Ganze, ja. Klickt direkt auf der Startseite, jeweiligen Button, ihr Geschenk ansehen, anschließend Geschenk einlösen und schon stehen 100 GB automatisch zur Verfügung. Zusätzlich werden Sie per SMS informiert. Ja. Wenn Sie das bisherige 500 MB Geschenk bereits gebucht haben, können Sie das neue Geschenk ebenfalls buchen. Nach Verbrauch der 500 MB können Sie die 100 GB nutzen. Okay, ich wusste nicht, dass es nochmal 500 MB irgendwie gibt. Das ist wahrscheinlich noch irgendeine andere Aktion. Schaut, dass ihr das macht. Eine schöne Sache, einfach mal 100 GB, ne? Das extra Datenvolumen ist bis zum Monatsende gültig. Wenn Sie 100 GB vor Ende des Monats verbraucht haben, versurfen Sie anschließend Ihr Inklusivvolumen Ihres Vertrages. Ja, schöne Aktion. Wer davon noch nichts mitbekommen hat, wer vielleicht noch irgendwo in der Schublade, liebe Grüße auch an Janosch, Grüße gehen raus, eine Prepaid-Karte liegen hat, der muss mal überlegen, ob er diese eine Prepaid-Variante da bucht. Ich glaube 1,43 oder was. Ja, wenn eure Prepaid-Karte inaktiv ist, dann könnt ihr das Ganze auch buchen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Surfen. Das soll das heutige Video schon gewesen sein. Ihr wisst, im Dezember kommt täglich ein Video online. Wenn ihr mehr zum Thema Mobilfunk sehen möchtet, dann klickt euch mal durch die Playlisten. Wir haben ganz viel zum Thema Mobilcom, Debitel und O2 auf diesem Kanal. Checkt das unbedingt mal ab. Abonniert den Kanal, wenn euch der Content gefällt. Und ansonsten sehen wir uns morgen hier auf diesem Kanal wieder. Für weitere Informationen checkt einfach die Links und Informationen in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.